Injova wirbt damit, dass du mit nur wenigen Klicks dein eigenes Portfolio aus Aktien und Anleihen zusammenstellen kannst, das komplett auf dein eigenes Risikoprofil abgestimmt ist und bei dem du selbst bestimmst, welche Nachhaltigkeitskriterien zur Anwendung gebracht werden. So sollst du dann in der Lage sein, quasi mit deinem selbst und eigen zusammengebauten Fonds langfristig und wirklich nachhaltig zu investieren. Ist das zu schön, um wahr zu sein oder wirklich so innovativ, wie es klingt? Das erfährst du in diesem Video. Hi, ich bin Johann und mit diesem YouTube-Kanal versuche ich, die Welt des nachhaltigen Investierens zu erklären, aber auch zu hinterfragen. Einer der am häufigsten kritisch diskutierten Punkte auf diesem Kanal ist sicherlich die Nachhaltigkeit von ETFs und zum Teil auch Fonds, die zwar vorgeben, nachhaltig zu sein, aber wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, ist es häufig gar nicht so nachhaltig, wie man denkt. Grund dafür ist zum einen, dass die Ratingkriterien, die häufig die Grundlage für die Auswahl der Unternehmen sind, nicht sehr transparent sind und dass ganz häufig dann Unternehmen in diesen ETFs oder Fonds landen, die man vielleicht eigentlich als gar nicht so nachhaltig empfindet. Injova hat auf dieses Problem vermeintlich eine Antwort gefunden, indem sie ein komplett flexibles Produkt anbieten, wo du einfach nur dein Risikoprofil und deine Nachhaltigkeitspräferenzen angibst und schlagen sie dir ein Portfolio vor, das du sogar selber noch anpassen kannst. Injova ist ein Startup, was 2017 in der Schweiz gegründet wurde, dort in Zürich nach wie vor seinen Hauptsitz hat. Inzwischen arbeiten etwas über 60 Mitarbeiter für Injova und es hat eben inzwischen auch ein Büro in Deutschland, in Frankfurt und bietet sein Produkt oder seine Dienstleistung seit letztem Jahr auch in Deutschland an. Die Mission von Injova ist es, Zugang zu nachhaltigen Finanzen oder Finanzprodukten zu gewähren, ohne dabei auf Rendite verzichten zu müssen. Und das Ganze funktioniert eben über eine Plattform, über eine webbasierte Anwendung, beziehungsweise wenn man investiert, auch über eine App. Und über diese Plattform hat man eben einen sehr, sehr großen Grad an Flexibilität, wenn es darum geht, sein eigenes nachhaltiges Portfolio zusammenzustellen. Im Hinblick auf nachhaltige Finanzprodukte ist es ja immer sehr, sehr spannend, sich anzuschauen, wie Nachhaltigkeit denn definiert wird, weil es hier keine einheitliche Definition gibt zum jetzigen Zeitpunkt und weil eigentlich jeder eine eigene Vorstellung davon hat, was jetzt eigentlich nachhaltig ist und was nicht. Um das zu zeigen, wie das bei Injova funktioniert, ist es, glaube ich, am einfachsten, wenn wir einfach direkt einmal ins Tool springen. Das ist nämlich sehr, sehr einfach und übersichtlich gemacht. Und ich würde jetzt einfach einmal in das Tool reinspringen und dann dabei erklären, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich habe mich jetzt hier in meinen Injova-Account eingeloggt. Das Ganze ist kostenlos. Das heißt, man muss nicht investieren, sondern kann sich einfach erstmal kostenlos einen Account stellen und kann das Ganze ausprobieren und kann sich einfach das eigene Portfolio erstmal erstellen. Du siehst hier im ersten Schritt geht es darum, dass du deine Impact-Themen festlegst. Das heißt, im ersten Schritt gebe ich jetzt erstmal an, was ist mir im Hinblick auf Nachhaltigkeit bei meinen Investments wichtig. Ich definiere jetzt meine sogenannten Handabdruckthemen. Das sind letztendlich Bereiche, in denen die Unternehmen tätig sind oder tätig sein sollen, in die du dann investieren willst. Du hast hier 12 Bereiche zur Auswahl. Die sind die Bereiche erneuerbare Energien, energiesparende Technologien, Verkehr der Zukunft, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Waldnutzung, sauberes Wasser, pflanzliche Lebensmittel, bessere Bildung, Zugang zu Medikamenten, Pandemieschutz, digitale Champions und deutsche Champions. Und es wird empfohlen, dass man grundsätzlich mindestens 5 Themen auswählt. Das heißt, vielleicht sage ich jetzt erneuerbare Energien, pflanzliche Lebensmittel, Bildung, Pandemieschutz und vielleicht Kreislaufwirtschaft. Und das ist quasi der erste Schritt für die Zusammensetzung meines Portfolios. Im zweiten Schritt geht es jetzt darum, um den Fußabdruck. Das heißt, hier geht es jetzt darum, wie Unternehmen wirtschaften und ihre Unternehmen führen und ob du hier bestimmte Bereiche besonders hervorheben willst. Das heißt, hier gibt es die Bereiche CO2-Fußabdruck, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung und faire Löhne. Und wenn du diese Bereiche auswählst, dann werden eben nur Unternehmen in dein Portfolio mit aufgenommen, die entsprechend in diesem Bereich sehr, sehr positiv zu bewerten sind. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, mir sind jetzt vielleicht alle 4 Bereiche wichtig. Ich möchte jetzt keine Unternehmen haben, die jetzt nicht sehr, sehr gut sind in diesen Bereichen. Im dritten Schritt, das ist der letzte Schritt im Hinblick auf Nachhaltigkeit, gibt es jetzt hier 8 Ausschlusskriterien. Und wenn du diese Kriterien auswählst, dann werden eben keine Unternehmen berücksichtigt, die in diesen Bereichen letztendlich nicht die Mindestanforderungen erfüllen. Das heißt, auch hier könnte ich jetzt vielleicht sagen, okay, alle 8 Bereiche sind mir wichtig, es sollen keine Unternehmen sein, die mit Kohle oder Gas ihr Geld verdienen, Pestizide sollen ausgeschlossen werden, keine Nuklearenergie, keine Waffen, keine Tierversuche, kein Fleisch, kein Tabak, kein Alkohol. Das wäre quasi die ganz strikte Variante. Und jetzt hast du quasi deine Präferenzen angegeben, kannst auf Änderung speichern gehen und kommst jetzt in deine Injova-Strategie. Und hier sehen wir jetzt letztendlich den Überblick über dein Portfolio. Das funktioniert bei Injova ganz konkret so, dass Injova dir jetzt ein Portfolio zusammenstellt aus Aktien und Anleihen. Wir sehen jetzt hier, das sind 80% Aktien und 20% Anleihen. Das kannst du selber flexibel einstellen, was für eine Verteilung du willst. Und du siehst jetzt hier deine Themen, wie sie gewichtet sind. Das heißt, erneuerbare Energien sind in meinem Portfolio jetzt besonders hoch gewichtet und letztendlich sind es aber genau die 5 Bereiche, die du ausgewählt hast. Dann siehst du hier, wie hoch die Fußabdruckbereiche gewichtet sind und weiter unten siehst du letztendlich die Ausschlusskriterien. Du siehst jetzt hier, es sind insgesamt 38 Impact-Aktien vertreten und du kannst jede einzelne Aktie hier einsehen, die Injova jetzt für dich vorgeschlagen hat und du siehst auch mit den Symbolen, welche Kriterien letztendlich sie erfüllen bzw. wie stark sie in den verschiedenen Bereichen sind.
Ich denke, das hat erstmal einen ganz guten Einblick gegeben, wie die Portfoliozusammensetzung über Injova funktioniert. Das geht relativ schnell und ist relativ einfach. Du hast aber vermutlich jetzt ein paar Fragen. Zum Beispiel, woher kommen denn jetzt diese Unternehmen? Also was ist denn eigentlich der Pool, aus dem diese Unternehmen ausgewählt werden? Die Unternehmen, die Injova sozusagen auf der Liste hat, das sind insgesamt rund 330 Unternehmen, die Injova grundsätzlich quasi auf einer Longlist hat. Und abhängig von deinen Präferenzen werden dann für jedes Portfolio 30 bis maximal 40 Unternehmen ausgewählt, basierend auf den Kriterien, die ich eben gezeigt habe. Die Unternehmen kommen zu einem großen Teil aus dem S&P 500, also aus dem großen amerikanischen Aktienindex, aus dem Stoxx 600, das ist ein europäischer großer Aktienindex, oder aus dem SPI, dem Swiss Performance Index. Das heißt, ein Großteil dieser Unternehmen stammen laut Injova aus diesen drei Indizes. Was da natürlich auffällt, das ist eine sehr, sehr große Fokussierung auf europäische und amerikanische Aktien. Da ist jetzt kein Schwellenlandindex dabei. Das heißt, hier, da gehe ich auch später nochmal drauf ein, haben wir eine relativ starke regionale Fokussierung. Was Injova grundsätzlich hervorhebt, dass sie eben nicht ausschließlich auf die ESG-Ratings schauen. Es gibt auch kein Mindest-ESG-Rating, weil laut Injova hier das eben häufig intransparent ist, beziehungsweise was sie vor allem kritisieren, dass die häufig einfach gerade junge Unternehmen, die vielleicht stark in der Wachstumsphase sind, sehr, sehr stark benachteiligen. Das heißt, es werden ESG-Ratings zwar als Hilfe herangezogen, in erster Linie werden aber mit den konkreten Präferenzen in den verschiedenen Bereichen gearbeitet. Also es wird ganz stark darauf geguckt, worauf fokussierst du dich und welche Bereiche sind für dich besonders wichtig. Und dann arbeitet Injova eben mit verschiedenen Drittanbietern zusammen, die ihnen eben letztendlich die Daten für diese verschiedenen Nachhaltigkeitsbereiche zur Verfügung stellen. Und das alles wird eben in der Software von Injova verarbeitet und letztendlich gewichtet, sodass, wenn du jetzt sagst, okay, mir sind diese Bereiche im Fußabdruck wichtig, das will ich in dem Handabdruckthemen haben und das sind meine Ausschlusskriterien, dann wird das eben gematcht mit den Daten, die Injova entsprechend über verschiedene Anbieter gesammelt hat und so eben das Portfolio zusammengestellt, das am besten zu deinen Präferenzen passt. Eine weitere Frage, die man sich jetzt vielleicht stellen könnte, ist, wie steht es um die Diversifizierung nach verschiedenen Branchen? Denn wir haben ja hier ohnehin schon eine Auswahl von nur 12 Bereichen, die jetzt nur noch einen Bruchteil der globalen Wirtschaft abbilden. Und was ist denn, wenn ich jetzt nur einen einzigen Bereich auswähle? Bin ich dann wirklich nur in diesen Bereich investiert? Die Antwort ist nein. Injova achtet hier darauf, dass du möglichst diversifiziert dein Portfolio aufstellst. Das heißt, selbst wenn du jetzt nur zum Beispiel den Bereich sauberes Wasser auswählst, dann werden jetzt nicht 38 oder 40 Unternehmen aus diesem Bereich in dein Portfolio gelegt, sondern, ich habe das mal ausprobiert, in diesem Fall werden zum Beispiel nur 6 Unternehmen aus dem Bereich sauberes Wasser in dein Portfolio gelegt. Der Rest wird dann aber mit sogenannten Stabilitätsaktien aufgefüllt. Das heißt, es sind auch Aktien aus diesen 330 Unternehmen, aus dieser Longlist, die auch entsprechend sehr strengen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen bzw. diese Kriterien erfüllen. Diese sind dann aber eben aus anderen Bereichen, sodass du eben immer noch eine gewisse Diversifizierung über verschiedene Branchen hast und nicht zu stark abhängig bist von einem bestimmten Nachhaltigkeitsbereich. Ich habe auch mal mit ein paar verschiedenen Portfolios rumgespielt. Das heißt, ich habe zum Beispiel einfach mal alle Handabdruck, alle Fußabdruck und alle Ausschlussthemen ausgewählt und geguckt, was einem dann vorgeschlagen wird. Und wenn man sich das Portfolio dann anschaut und das zum Beispiel einfach mal von der Verteilung her mit einem MSCI World Index vergleicht, dann sieht man hier, dass Europa deutlich, deutlich höher gewichtet ist. USA ist weniger gewichtet als im MSCI World und wie schon erwähnt, die Schwellenländer sind eigentlich überhaupt nicht vertreten. Wenn man sich das nach Branchen anschaut, dann sind insbesondere die Themen IT und Finanzen deutlich geringer gewichtet als in einem MSCI World und die Bereiche Industrie und Versorger sind deutlich höher gewichtet. Das ist natürlich jetzt, sage ich mal, ein bisschen ein zufälliger Vergleich, aber ich denke, das ist etwas, was man sich einfach mal anschauen könnte, weil man ja eine Alternative zu so einem Ansatz wäre, jetzt sehr breit auf die ganze Weltwirtschaft zu investieren. Das ist sicherlich jetzt nicht der Ansatz von Injova, aber ich glaube, es gibt einem trotzdem eine ganz gute Einordnung, wie die Priorisierung oder wie die Schwerpunkte in der Portfoliozusammensetzung bei Injova aussehen. Kommen wir jetzt im letzten Schritt vor dem Fazit einmal zu den Kosten. Was kostet denn also der ganze Spaß? Grundsätzlich ist es so, dass du ein Mindestinvestment von einmalig 100 Euro hast. Das musst du beim ersten Schritt machen. Wie gesagt, die Kontoerstellung ist kostenlos, aber wenn du anfangen willst zu investieren, musst du einmal mindestens 100 Euro investieren. Im Anschluss darum kannst du einen Sparplan nutzen, der dann monatlich ausgeführt wird und die Kosten hängen letztendlich davon ab, wie viel du investiert hast. Das heißt, das ist abhängig davon, wie hoch dein Gesamtvermögen ist, das von Injova verwaltet wird. Die Range ist hier von 0,6 bis 1,2%. Wir können uns das hier in der Übersicht einmal anschauen. Wenn du bis zu 50.000 Euro investiert hast, bist du sozusagen in der höchsten Bracket, dann zahlst du jährlich 1,2%. In der untersten Bracket mit 0,6% landest du ab 500.000 Euro verwaltetem Vermögen, was du bei Injova investiert hast. Bevor ich zum Fazit springe, noch kurz ein Hinweis zu etwas mit extrem geringen Kosten und extrem hohen Renditen, nämlich einem Kanalabo. Damit unterstützt
unterstützt du meine Arbeit und du bleibst up to date, was nachhaltige Finanzen angeht. Du bekommst Videos zu neuen Tools, wie zum Beispiel heute, und du unterstützt meine Arbeit und ich freue mich drüber. Also mach das gerne, wenn du bisher noch nicht abonniert hast, und wir schauen uns jetzt einmal das finale Fazit an. Bevor ich zu den konkreten Pros und Kontras komme, möchte ich eingangs noch mal kurz sagen, ich habe noch nicht selbst über Injova investiert. Ich habe mir, glaube ich, vor 2 oder 3 Monaten meinen Account erstellt, habe seitdem immer wieder die Plattform mir angeschaut, habe mir viel Content zu denen angeschaut, habe mir deren White Paper zum Investment angeschaut, aber ich bin eben selber nicht investiert. Das heißt, dazu kann ich jetzt nichts sagen, sondern ich schildere jetzt hier einfach meinen initialen Eindruck und den Eindruck, den ich in der Recherche über die letzten 2 bis 3 Monate gewonnen habe. Mein grundsätzlicher Eindruck von Injova ist ziemlich positiv. Was ich hier besonders hervorheben möchte, ist einmal grundsätzlich die Plattform. Die ist in meinen Augen sehr, sehr übersichtlich und einfach und auch optisch schön gestaltet. Das heißt, es macht Spaß, dass ich so ein bisschen mal das eigene Portfolio zusammenzustellen. Was ich auch sehr positiv finde, ist eben die Darstellung der Nachhaltigkeit. Das finde ich sehr, sehr gut gemacht, auch sehr übersichtlich gemacht. Und das ist in meinen Augen auch die riesige Stärke von Injova, dass man hier wirklich einfach einmal flexibel selber angeben kann, was für ein Portfolio man haben will. Was die negativen Seiten angeht, habe ich jetzt an erster Stelle einfach mal die Kosten aufgeführt, aber mit einem Fragezeichen in Klammern. Ich denke, das kommt stark darauf an, wie man die Kosten definiert, beziehungsweise mit was man es vergleicht. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein Großteil von euch jetzt nicht direkt über 50.000 Euro investiert, sondern vielleicht erstmal einen kleinen Betrag, dann geht man ja erstmal von 1,2% jährlichen Kosten aus. Und das ist in meinen Augen jetzt nicht wirklich als günstig anzusehen. Wenn man mit ETFs investiert oder in Einzelaktien über einen Neobroker investiert, ist man da definitiv deutlich günstiger. Auf der anderen Seite ist das natürlich vielleicht auch einfach ein fairer oder angemessener Preis, das ist natürlich zu diskutieren, für diesen Grad an Individualisierung, den man eben über Injova hat. Und man ist eben auch noch deutlich günstiger als viele nachhaltige Fonds oder eben auch als teilweise andere nachhaltige Vermögensverwalter. Das heißt, abhängig davon, wie viel du investiert und womit du es vergleichst, kann man das als Nachteil sehen. Man kann das aber sicherlich auch als fairen Preis sehen. Ein weiteres Kontra kann in meinen Augen auf jeden Fall die Diversifikation sein. Ich habe ja gesagt, ein Großteil der Unternehmen kommt aus dem amerikanischen oder europäischen großen Aktienindex oder aus dem Schweizer Aktienindex. Das heißt, hier haben wir eine extreme Übergewichtung von diesen Märkten gegenüber den Schwellenländern, gegenüber dem großen Rest des globalen Aktienmarktes. Auch was die Branchen angeht, muss man sich natürlich bewusst machen, dass man sich hier ganz, ganz stark auf nachhaltige Branchen fokussiert. Das ist völlig okay, weil bei so einem strengen Nachhaltigkeitsansatz kann das ja genau die Idee sein. Man muss sich halt einfach bewusst sein, dass man einfach ganz stark auf ganz bestimmte Sektoren wettet, und wenn hier die Entwicklung nicht so positiv ausfällt, wie das man vielleicht erwartet, kann es einfach sein, dass man am Ende weniger Rendite hat, als wenn man in einen breiten Aktienindex investieren würde. Was ich in der Darstellung sehr, sehr schade finde, ist, dass wenn man das Portfolio zusammengestellt hat, dass man zwar die Gewichtung nach seinen eigenen Hand- und Fußabdruckthemen bekommt, dass man aber keinerlei Gewichtung nach Regionen bekommt, wodurch man eben auch vielleicht auf den ersten Blick nicht versteht, dass hier eine extreme Übergewichtung von Europa und USA vorliegt. Das heißt, das ist etwas, was man berücksichtigen muss. Man kann das natürlich dann machen, indem man diese Unternehmen zum Beispiel in ein Portfolio-Tool, wie zum Beispiel Parkett, überträgt und sich das dann da anschaut. Das ist in meinen Augen aber relativ umständlich, und das wäre auf jeden Fall ein einfaches umzusetzendes neues Feature, was, glaube ich, es deutlich einfacher machen würde, einzuschätzen, wie das eigene Portfolio eigentlich jetzt aufgebaut ist. Ansonsten muss man natürlich sagen, es ist ein sehr, sehr junges Unternehmen, das jetzt noch keinen langen Track Record hat. Das heißt, bei so jungen Unternehmen muss man natürlich immer sagen, man weiß nicht genau, wie sich die Unternehmen verentwickeln. Dadurch, dass es eben flexible Portfolios sind, gibt es jetzt auch keinerlei Benchmark. Beim ETF oder Fonds kannst du dir natürlich immerhin anschauen, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, und bekommst eine Idee für die Rendite. Das kannst du natürlich auch machen, indem du dir dein Aktienportfolio in der Vergangenheit einfach einmal anschaust. Auch das ist aber technisch nicht so einfach. Das heißt, das ist so ein bisschen eine Ungewissheit, dass du jetzt keine Benchmark hast, sondern einfach darauf vertrauen musst, dass eben ein sinnvolles Portfolio zusammengestellt wird. Ich glaube, grundsätzlich ist Injova besonders dann spannend, wenn du eben deine eigenen Ansprüche geltend machen willst und selber mitentscheiden willst, was in dein Portfolio kommt. Und es könnte vielleicht eine gute Beimischung sein zu einem großen Portfolio, wo man sagt, man hat einen bestimmten Anteil in seinem Portfolio, den man in so einen kleinen Bereich investiert, wo man dann ganz, ganz stark selber mitbestimmt, in was denn eigentlich investiert wird. Wenn du Alternativen zu Injova suchst, kannst du dir gerne mal meine Videos zu Brokern und anderen Apps anschauen. Ich habe da auf meinem Kanal schon einiges gemacht. Ansonsten supporte mich wie immer gerne mit einem Like für dieses Video. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage bis bald. Tschüss!